Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Secret of Mana. Wieder dabei ist mit mir der gute MikroXC. Yay, der gute und ja, nicht schlechte. Wir haben schlechte Nachrichten. Wir müssen zur fucking Goldinsel. Ja. Nice, sehr gut. Weil da Lunar uns nie erzählt hat, obwohl Ranul gesagt hat, er ist im Nachtpalast und jetzt in der Goldinsel. Genau. Dieser Spaß. Und ja. Und da dürfen wir jetzt hin. Aber wir waren ja schon in Goldstadt. Jetzt können wir die Stadt mal ein bisschen erkunden. Ja, freust du dich? Ja, ich freue mich. So, weißt du noch, wo die Stadt ist? Ich hoffe, ich weiß noch, wo die Stadt ist. Die war Nordosten. Haltig nordöstlich. Nordwöstlich. Nordwöstlich. So, nicht so weit. Das nicht so ist weit nicht nordwöstlich hier, aber so zwischen. Das war doch nordöstlich. Ach, stimmt, nordwöstlich hier so. So, ein bisschen nach links oder rechts gucken. Nee, nach rechts. Da. Nice. Also langsam findest du Orientierung, ne? Jupp, so langsam sicher finde ich die Orientierung. So, runter, wusch. So, dann erkunden wir mal die Stadt. Der Miku wird hier wieder ein bisschen... Nichts tun und wir reden mal mit den Leuten. Ja. Willkommen in der goldenen Stadt des Imperiums. Nach unten, nach und nach versinkt die Insel im Meer, weil das viele Gold zu schwer ist. Viele von uns sind deshalb von ihr weggezogen. Ach, wirklich? Gold ist schwer. Wow. Sehr gut. Die ganze Insel besteht aus hochkarätigem Gold. Was ist daran denn lustig? Ich finde das immer noch witzig. Ist doch hochkarätigem Gold. Das Leben auf der Goldinsel ist verdammt teuer. Leider. Ach, was ich noch mal zeigen kann. Bleib mal stehen. Runter, ein bisschen runter. Wenn du jetzt nach unten läufst. Instant. Lauf mal jetzt nach unten. Im Dach rein, genau. Und jetzt gehen wir zum, was ich auch durch Zufall entdeckt habe. Ich weiß nicht, warum ich das entdeckt habe. Ich habe nicht im Internet gelesen, aber ich habe es so entdeckt einfach. Okay. Beim Kamin, wenn du da runterläufst, ist wie eine Treppe. Geh mal zum Kamin und lauf da mal runter. Lel. Komisch, ne? Geil. Okay. Sehr merkwürdig, aber gut. Nice. Da ist der Schmied, da wollen wir noch nicht hin. Hier ein alter Sack. Wenn ich bloß wüsste, wo König Midas all das Gold her hat. Ja, Midas. Midas. Die Sage des König Midas, beziehungsweise das Märchen. Ja, erzähl mal das Märchen. Es war einmal ein alter Mann, er war gierig. Richtig gierig. So gierig, dass er immer mehr haben wollte. Er war geldgierig. Wollte immer mehr Geld, immer mehr Gold und so. Und dann kam irgendwie, glaube ich, eine böse Hexe oder so. Die hat ihn verzaubert, dass er mehr Gold, immer alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und dann, eines Tages, wollte er was essen. Ein schönes Festtagsschmaus und dann hat er es angefasst und es wurde zu Gold. Weil er so gierig war. Nicht nur geldgierig, sondern fressgierig. Ja. Und irgendwann hat er seine Frau unflätig angepackt. Und die wurde auch zu Gold. Nice. Und er ist verhungert. Ja. Die Legende von König Midas. Er hat eingesehen, dass das gierig nicht gut ist. Ja. Das ist die Goldfestung. Hier darf niemand hinein. Ach, das werden wir noch sehen. So, hier lang. Du meinst, was würdest du sagen, wie viel Wert so eine Insel hat? Unbezahlbar, kann sich keiner leisten. Ja, okay. Eben. Hier wohnt König Midas, im Erdgeschoss ist ein Hotel. Ja, wir dürfen zu König Midas. König Midas? Hoffentlich dürfen wir dahin. Ja, denke ich schon. So. König Midas ist zwar alt und hässlich, aber unglaublich reich. Sehr gut. König Midas ist sehr, sehr alt. Ob er schon sein Testament gemacht hat? Ja, wahrscheinlich. Das sind Frauen, ne? Nur aufs Geld aus, ne? Ja, ist richtig schlimm. Krass. So, dann gehen wir zu König Midas. Die Mieten sind hier einfach zu hoch. Habt ihr etwas Gold für mich? Der ist so gierig, ne? Du Geier, ist so hart, Alter. König Midas hat das Mana dazu missbraucht, sich diese Goldinsel zu schaffen. Er hat wirklich keinen Respekt vor Mana. So ein Schwanz. Ja, echt so. Ich habe im letzten Part ja schon erklärt, wie das mit Mana ist, ne? Oder im vorletzten Part irgendwie so. Irgendwie so, ja. Der kriegt hoffentlich noch eine richtige Kockschelle, Alter. Das erinnert mich an einen Kommentar, den ich gestern... heute war das. Erhalten habe. Kockarina of Time. Ach ja! Sollten wir umbenennen. In den Café warst du noch nicht drin, oder? Nee. Aber hier, Shoutout an Alt F4 Games. Das kommt nämlich von ihm mit Kockarina of Time.
Echt? Jupp. Haut ab! Ihr, es schadet meinem Geschäft, wenn man euch hier sieht. Du. Warum? Ich hab keine Ahnung. Lala. Alle meine Bekannten sind auf die Weihnachtsinsel gezogen. Ich langweile mich. Ich könnte für Abwechslung sorgen. Ich auch. Nice. Ja, wollen wir der Alten mal Besuch abstatten hier, ne? Können wir, ne? Krass. So von zwei Seiten? Ja. Da, gehen wir unten links noch rein. Sandwich. Nice. Oh Gott. Er ist in den eigenen Laden, Mann. Er steigert sich. Bevor dir das Haus leer steht. Das hat er sich mit unserem Geld geleistet, ne? Ja, ne? Welche Waffe soll erneuert werden? Haben wir denn überhaupt irgendwas? Ja. Ja. So, damit haben wir jetzt Juwelenspeer. Und Echsenkralle. Muhaha. Mhm. Lass uns schnell weg von Schwert in den behinderten Schmied gehen, sonst steckt er uns mit seiner Krankheit an. So, wo müssen wir jetzt hin? Warst du schon überall drin jetzt? Geh mal nach links. Ich müsste schon überall drin gewesen sein jetzt, ja. Kannst du jetzt nochmal nach unten, da unten lang. Runter, nein, rechts. Durch den Tunnel. Da ist ein Tunnel, ja, okay. Ja. Ja, war ich schon. Hier ist ja nichts. So, jetzt musst du nach oben. Wir müssen mit einer bestimmten Person reden. Gehen wir Norden, Norden, rechts, Norden, die Treppe hoch. Okay. Und einmal komplett rum. Geil. Zum Glück können wir laufen. Die Person ist ganz wichtig für unseren Fortschritt. Ah, okay. Dann kommen wir nämlich nicht weiter. Oder du verarschst mich gerade und ich musste gar nicht einmal rum. Nein, ich verarsche dich wirklich nicht. Ich bin jetzt einmal rumgelaufen und hier ist niemand. Ach doch, da, Lel. König Midas hat den Palast am Stadtrand verschlossen. Doch dann hat ein Spion aus Tasnika den Schlüssel gestohlen. Den Spion hat man zwar gefasst, aber den Schlüssel hat man leider nie mehr gefunden. Ja, jetzt kannst du wieder fliegen. Ah, ich kann schon wieder fliegen. Okay. Denn wir wissen ja, wer die Schlüssel hat. Wissen wir das? Weißt du das nicht? Ich häng gerade. Haben wir den schon... Versuch mal nachzudenken. Haben wir den schon... Flieg mal nach Nordosten. Haben wir den schon getroffen? Wir haben die Person schon getroffen. Flieg mal ein bisschen höher. Und ein bisschen rechts nach Osten weiter. Hier? Da am Land entlang. Da rechts, 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 rechts. Runter. Das ist Nordstadt. Wir müssen nach Südstadt. Der muss hier in der Nähe sein. Hier? Südstadt, nee, das ist der Tempel. Da, dann müssen wir nach Süden, ne? Hier. Südstadt muss dann ja irgendwo hier im Süden sein. Ja, das würde ich die Insel verlassen. Ja. Da rechts. Rechts? Mhm. Da. Hier landen bitte. Weil durch diesen Mann, den wir jetzt mit eben gesprochen haben, triggern wir ein Event. Ah, okay. Und zwar hier oben im Haus. Geh mal rein da. Und ernsthaft? Sie haben meinen Mann eingesperrt, weil er den Schlüssel zur Goldfestung gestohlen hat. Hier, ich habe den Schlüssel bei seinen Sachen gefunden. Ah, was soll ich mit dem Schlüssel? Ich glaube, ihr könnt ihn besser gebrauchen. Geil! Ich glaube, das wäre der Zeitpunkt gekommen, an dem du nicht weitergekommen wärst. Nee, ich wäre nicht weitergekommen. Schieb sie doch nicht extra noch rein. Oh, Kacke, geh da raus. Oh, ja. Danke. Jetzt. Schnell raus hier, so. Schön, wieder fliegen. Jetzt, aber zurück zur Goldinsel. Weil wir wären nicht in die Goldfestung reingekommen. Genau, die war ja abgeschlossen, ne? Und nur wenn du mit dem Mann ganz am Ende von diesem langen Schlangenfahrt da gesprochen hättest, nur dann kann man hier den Schlüssel abholen, weil sonst hätte sie dir den Schlüssel nicht gegeben. Nur dann löst man das Event aus? Ja, sie gibt eigentlich den Schlüssel nicht. Krass. So, ich muss dann einmal jetzt wieder die Goldinsel finden. Die war hier doch irgendwo. Fliegt doch mal ein bisschen höher, Alter. Was recht. Fliegt so niedrig. Wie soll man da was sehen? Ich glaube da. Da ist da übrigens das Gesicht. Da. Ja. Wir haben da ewig nachgesucht und jetzt fliege ich einfach rüber. So, weiter geht's. So, ich mache jetzt mal die Karte auf, Alter. Das ist ja kacke. Oh, Alter. Goldstadt muss irgendwo hier oben sein, oder? Ja, da ist das auch. Die Insel. Ja, genau hier. Ich bin absolut in die falsche Richtung geflogen. Da. Nee, das ist nicht Goldstadt. Goldstadt ist weiter nördlich. Über die Wüste. Ja, ach ja, stimmt. An der Wüste können wir uns ja orientieren. Da muss ich zum großen Kontinent zurück.
Wenn ich wüsste, wo der ist. Kannst auch im Kreis fliegen. Hier ist der Mana-Baum drinnen, ne? Ja. Cool. Da. Da ist die Wüste. Jetzt links. Da. Da. Nee. Nee, das Dingelchen. Da ist das Dingelchen. Muss dann Wüste nach Norden. Ach, nach Norden. Jetzt nach rechts. Jetzt rechts, 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 ja, rechts, 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 weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Da. Was soll da hin? Nicht so, nicht, wo fliegst du denn gerade hin? So. Fliegst du im Kreis? Rechts! Rechts! Nach Osten! Da ist Osten! Und jetzt weiter ein bisschen weiter nach rechts halten. Weiter rechts und fliegt genau Süd, Osten, da. Rechts. Dort. Da. In der Nähe. Nee. Doch. Da in der Nähe. Da. Da. Endlich sag gefunden. Ist halt krampfen mit dir, Alter. Ich bin ja schon tausendmal gewesen. So, auf geht's. So, ich kann mich einloggen. Ja. Select. So, beweg mich. So, lass mich. So, auf geht's in die Goldfestung. Freust du dich? Ja. Geil, Wölfe, Alter. Und die sind sogar pink. Pinke Wölfe. Meine Frau würde die lieben. Sicher? Jupp. Ihre Lieblingsfarbe. Ich sag die nicht, die haben, noch, die haben eine sehr hohe Ausweichrate. Ihre Lieblingsfarbe ist pink. Oh. Das ist halt eine Frau, ne? Jupp. Aber das sind keine. Die haben, das sind keine normalen Wölfe. Danke, die wollte ich gerade noch gar nicht aufmachen. Lanzenorb erhalten. Das sind Zombie-Wölfe. Zombie-Wölfe? Ja. Also ist das. Also ist das Blut. Zombie-Füchse. Das ist Blut, ja. Das ist kein Fell, das ist die nackte Haut. Jupp. Also ohne Haut. Go, go, Power Rangers! Wieder so ein hartes Auge. Ja. Megasort Power, los! Ach ja, wir haben ja schon im letzten Part darüber. Das Let's Play ist so durch. Jupp. Ich glaube, das guckt sich niemand an. Guck mal, hier stecken zwei Wölfe ineinander, hast du gesehen? Lol. Füchse. Die waren halt sehr verliebt. Ja. Lass sie verliebt sein. Diese armen Wölfe. Crit. Boom, wegrasiert, wow. Alter. Guck mal, hat sich durch die Tür geglitscht. Wer? Der Wolf. Ja, bisschen, ne? Säureregen, oh geil. Danke. Macht dir genau einen Schaden. Ja, wir sind halt so stark. Wir haben die Rüstung ja hier schon längst gekauft gehabt. So, eigentlich tot. Hätten wir jetzt kaufen müssen. Aber ja. Die ist halt echt OP, die Rüstung zum ersten Mal. So, erster Boss. Erster Boss, let's go. Oh Gott, nein. Erinnerst du dich an unseren kuscheligen... Unseren kuscheligen, schmuseligen Kater? Ja. Das ist der Kuscheltiger. Zaplanova. Okay. Das ist der Kuscheltiger. Ja, das ist der Kuscheltiger. Guck mal, der ist voll süß. Dann weiß ich schon, was ich aufs Thumbnail pack. Knapp 2000 KP. Dann weiß ich schon, was ich aufs Thumbnail pack. Der macht übrigens einen netten Trick. Der hat einen Trick auf Lager. Kein Wunder, dass ich so wenig Schaden mit der Peitsche mache. Die ist bei mir Level 1. Oh. Um viel Schaden mit der Peitsche zu machen. Nein. Oh nein. Muss ich aufladen. Der hat einen netten Trick auf Lager. Wow. Ja, der ist ein bisschen aggressiver als der andere, ne? Der will ein bisschen schmusen, ne? Habe ich so das Gefühl. Kuscheln. Nennt man sowas. Ja, genau. Kuscheln. Oh, ich mag es ja eigentlich nicht, Tiger. Ah, ich werd gefressen. Au. Ich mag es ja eigentlich nicht, Tiger in weh zu tun, aber der hat's nicht anders verdient. Er greift uns an. Wir müssen überleben. Kannst du mir da oben mit angreifen? Oh, ich mag die Musik, ne? Wenn die sich entwickelt auf Feuerhagel. Auch, oh. Es hat zweimal Neli erwischt. Sehr gut. Kommst du mal runter? Säureblasen. Oh. Abgewehrt, Mann. Abgewehrt. Hast du gesehen? Abgewehrt, Alter. Abgewehrt. Diggi. Oh nein. Zaplanova. Oh nein. Abgewehrt. Runter. Diggi. Beweg dich. Wenn er da oben hängt. Schon wieder Zaplanova. Abgewehrt. Ja. Ich habe nur halt eine hohe Magieabwehr, ne? Ja. Sag mal, willst du jetzt der Gasse auf oben hängen?
Wetten, der ist weggeglitscht, Alter. Oh Gott! Oh, ich aus dem Bild raus, los, komm! Mann, vielleicht wirkt das ja. Der ist nicht weggeglitscht. Ich rüste mir jetzt einfach fuck den Speer aus. Den Juwelenspeer. Du Huan, Alter! Natürlich werde ich jetzt angegriffen, ne? So, ich nehme jetzt den Bogen, Alter. Kann ja so nicht weitergehen. Immer 73 Leben, du hast den schon so hochgelevelt, dass er 73 Schaden macht, ne? Ja, jetzt kommt er runter. Jetzt kommt er runter, dann kann ich auch wieder zur Peitsche wechseln, weil die wollte ich eh leveln. So, will der Tiger wieder schmusen? Hm. 200. Er ist übrigens anfällig gegen Rocky. Tatsächlich. Ah, okay. Also, falls die Leute das mal nachmachen wollen. Bam, 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 bam. Oh ja. Ich liebe den Speer, ne? Ich würde gar nur mit dem Speer spielen. Er kann es trotzdem mit Magie angreifen, ne? Ja, das weiß ich. Oh Gott, triff. Oh krass, Alter. Du bist Stufe 5. Ja. Ich bin stark, Mann. Ich bin richtig mächtig. Heilen mal bitte alle. Ja, mache ich. Ich lade gerade einen Angriff auf, da lässt es sich nicht so schwer healen. So, einmal der Lusttropfen. Mhm. Oh, natürlich genau im Angriff, hast du gesehen? Toll! Der Kuscheltiger wollte halt kuscheln. Ja, natürlich ich, ne? Oh ja, natürlich hast du verdient, das Karma, instant. Du hast gelacht. Karma, fuck you, Alter. Schwirf! Ja, sehr schön. Oh, 162. Abgewehrt, Alter. Abgewehrt. Abgewehrt. 43, wie er einer Bakugan macht, weißt du? Ja. Oh, natürlich springt einer hoch. Wir auf Bakugan machen. Nice. Der Anime war aber gut. Wir haben ihn besiegt. Nein, mal, er ist nicht tot. Greif an. Greif an. Er tut nur so. What the fuck, Alter? Sein Kopf ist einfach nachgewachsen. Er tut nur so. Er verarscht. Er hat einen verarscht. Das macht er immer. Nice. Bakugan war aber geil. Nein, Mann, das war der größte Rotz. Ich habe sogar noch PS3-Spiel hier, ne? Ich fand den Anime sehr gut. Der Anime hat mich als Kind unterhalten, muss ich sagen. Ich überlege sogar das Anime-Spiel, das ich habe, einfach mal so ein Video drüber zu machen. Echt? Willst du so ein Let's Show machen darüber? Na, ein bisschen auf die Schippe nehmen, die Spiele. Kann man ja. Ich habe sowieso noch viel geplant, aber das werde ich alles nächstes Jahr angehen. Dieses Jahr lohnt sich nicht mehr, solche Videos zu machen. Ich habe auch ein bisschen was geplant, tatsächlich. Weil ich möchte ein bisschen mehr Abwechslung bringen neben den Let's Plays noch. Also nicht Abwechslung, sondern ein paar so Spezialvideos, so lustige, weißt du? Solange so Demos es zeigen. Auf deinem Let's Play-Channel dann im Thema Gaming geht, ist das voll okay. Also es geht natürlich ins Gaming. Sehr gut. Weil sonst würde ich mir auch wirklich einen Zweitkanal machen. Also ich bin schon am Überlegen. Und weiter geht's. Kleines Geheimnis, einen Zweitkanal zu machen, ein paar Vlogs zu machen, einfach so. Ja, manchmal habe ich auch einfach Bock drauf, irgendwas zu machen. Mal meine Mangas zeigen oder was weiß ich, weißt du? Ja. Bisschen was darüber nachlesen. So, hol den Orb. So, holen wir uns den Orb. Und dann geht's gleich zum nächsten. Gleich der nächste Boss, aber der Kuscheltiger hat sich seinen Platz auf dem Thumbnail schon gesichert. Echt? Ja, wenn ich eine Katze auf Thumbnail packen kann, dann mache ich das auch. Ach so. Go, Power Rangers! Er ist benebelt! Ja, er hat zu viel gekifft, Alter. Ja, wie immer, ne? Tot, Alter. Weg. Tot! Gemacht. Oh. Nimm den Wolf mit. Den Fuchs mit. Wollt ihr auch? Alter, der hat echt eine hohe Ausweichrate, ne? So. Schieb mal kurz wieder in den Raum, ne? Den Krabscher. Ja, das war's mit dem Krabscher. Den habe ich weggekrabscht. Der Glutbulle. Jetzt kommt der Glutbulle. Jetzt. Ist schon fast ein Boss-Rush hier, ne? Ja. Aber gefällt wenn jetzt, mir. Ja. Ein paar wenn du wie ich das Spiel ja auswendig kennst und gar nicht zu Ranul gehst,
Dann hast du ja, dann hast du halt wirklich den kompletten Boss-Rush, das Spiel. Alter, war das Level 8 Bomb? Schlammbombe, Junge. Wow! Macht uns so viel Schaden, geil! Dieb dab dub, dieb dieb dab dub. Wieso? Oh, hat er meine Animation unterbrochen, Alter. Lol, erzähl doch keinen Stummscheiß, du Bulle, Alter. Du verkackter Glutbulle, Alter. Ja, setz deine Schutzaura ein. Nice, 150 Schaden. 151 bitte, ja? Oh ja, ich bin bewusstlos, Alter. Und Neli auch gleich. Dann bringt's ja gar nichts, den Charakter zu wechseln. Oh, geil. Das ist ein schöner Schaden, ne? Oh Mann, Neli ist schon wieder bewusstlos. Neli muss mal healen. Oh, oh, oh. Healen, du kannst unsere Schwerter mal mittels Elektra verzaubern. Soll ich? Aber lass, jo, mich, warum nicht? Lass mich erstmal healen. Geil, lauf einfach durch. So, dann verzauber ich unsere Schwerter mal mittels Elektra. Haben wir ja hier, ne? Donnerklinge, ne? Ja. Dann siehst du es auch mal, wie es aussieht. So, es leuchtet uns so lila. Nice. Der Glut, also der Glutbull ist, ist schwach gegen Elektro. Ja. Yep. Guck. Eine mal ein Schlag 80, ne? Nein, das war aufgeladen. Aber ich bin auch nur auf Stufe, ich bin nur auf Stufe 1 mit der Peitsche. Also, schon gut. Ich mach. Wow. Boom. Mann, zwei. Ja, der hält schon ein bisschen mehr aus. Der hat glaube ich 2-4 KP. Ja, das wird ein richtig spannender Kampf. Alle abgewehrt. Was, 130 oder so? Er hat dich hart erwischt, Alter. Du wurdest weggeraped, ey. Ja, ich bin sogar bewusstlos, so krass. Ja, das ist schon echt heftig. Der Glutbulle soll sich mal ein bisschen zurücknehmen hier. Empfohlenes Level ist Level 37, so viel kann ich sagen. Lol. Bewusstlos. Nice. Er wehrt ab, Alter. Ja, geil. Oh. Die hat er gleich hart rangenommen, Alter. Jo. Alter, der nimmt die. Sonst geht's gut, wa? Der nimmt die hart ran, Alter. Ich sollte. Der nimmt keine Rücksicht auf Damen, ne? Der will's wissen, ne? Buh. Ich hab dich gerade noch rechtzeitig geheilt, oder? Oh oh. Hast du seine Krallen gesehen? Alter, jetzt geht's los. Yo! Oh nein! Oh du Huan, Alter! Du kriegst gleich so eine richtig saftige Kockschelle von mir. Dann zeig ich dir mal, was ein richtiger Hornhorn ist, Alter. Mein eines Horn ist wesentlich krasser als dein. Das ist was ganz Hartes, zeig ich dir dann. Er hat sich die Abwehr hochgestuft, ne? Oh ja, ist klar. Oh! Oh, ich dachte, ich hätte meinen Angriff verloren gerade. Wie lange bleibt eigentlich der Zauber mit dem Schwert? Wow! Solange wie wir hochgelevelt haben, wa? Wird immer länger. Desto länger man hoch, desto höher gelevelt sind die Geister, desto mehr. Oh Gott, das Scheiße! Ja, oh, du solltest. Wir sollten mal healen. Guck ihn dir an, Alter. Wie er geiert, Alter. So ein schwanzloses Wesen. Dieser Huan, Alter. Mann, ich treffe gleich. Warum wir keine Magie einsetzen, mit Magie wäre es zu einfach. Ja, oh Gott. Mit Magie also wäre es echt zu einfach. Die Leute, Alter, hat er dich jetzt sehen die Leute geschlagen. Wenigstens mal richtig harte Kämpfe hier. 181, Alter. 181. Der hält aus, ne? Ich mach nicht mal die Hälfte davon. Da ist er schon wieder genudelt, Alter. Nee, die wird gerade genudelt, ja. Der nimmt auch keine Rücksicht mehr, ne? Nee, natürlich nicht. Oh Gott. Und du auch, Alter. Ich werde auch weggenudelt, Alter. Oh Gott, Neli muss. Neli, oh ja, sei bewusstlos, Alter. Du nutzloser Haufen. Besiegt. Ich habe ihn abgespritzt. Nice. Abgespritzt, ja. Abgespitzt. So, damit haben wir den Glutbullen, nicht den Minotaurus. Glutbulle.
Nice. Und weiter geht's. Yay. Und wir haben Level erreicht. Geil. Bogenorb erhalten. Und hoch. Cool. Cool. Oh, nice. Ich bin Laterna. Der König hat mich als Sklavin missbraucht. Okay, wir kommen und retten dich. Er hat mich gezwungen, die ganze Insel in Gold zu verwandeln. Nehmt mich mit, das Böse muss aufgehalten werden. Ja, hier ist es so gelöst, dass der Geist... So, wir haben... Laterna schließt willkommen. Sich an. Nice. Die ist für Neli, Laterna, ne? Laterna kann... Ich weiß nicht, ob sie die Laterna hat. Ja. Nee. Sie hat Laterna. Ja. Laterna ist ein Lichtwesen, das... Hier, sie kann damit sogar angreifen. Jupp. Mittels der den Laser-Inferno. Das verbraucht 8 MP-Punkte. Krass. Lichtklinge und Energieschild. Ja, nice. Die Sache war die... Ja, guck mal hier. Ich sag dir was. Shade. Also Nocturne. Auch 8. 2. Und 4. Also das ist schon echt eine starke Magie. Jupp. Jetzt haben wir 2 starke Geister, ne? So, dann... Ein Geist fehlt sogar noch. Also 2 Geister kommen noch. Fehlen noch. Du mach weiter. So, auf geht's. Ich mag die Musik, ne? In den Tempeln. Mhm. Kraft des Samens erhalten. So, dann können wir den Tau benutzen, ne? Denk schon, glaube ich. Also ich mag die Musik in den Tempeln. Die ist so schön beruhigend. Das ist wie eine Belohnung, wenn du einen Boss besiegt hast. So, wollen wir fliegen? Also müssen wir nichts mehr in Goldstadt machen. Nö. Ich würde aber sagen, wir beenden hier den Part. Das ist hier? Damit lassen wir einmal schlafen gehen. Ja, eben. Das ist nämlich ein guter Moment gerade. Lass mal, bevor wir schlafen gehen, uns zum Muggels verwandeln. Machen wir gleich. Ja, schlafen wir hier erstmal. Nein, das, da. Schmieden. Ach ja, schmieden. Zum Schmerti, dem behinderten Schmied. So. Ich dachte, bevor das Haus leer steht. Ja. Ja. komm. Einmal die Axt. Hör zu. Schleimbeil. Die Lanze. Morpheus-Lanze hast du hier. Morpheus-Lanze. Dann einmal den Bogen. Der Dämonenbogen wird zu Elfenbogen. Und der Insektteiler wird zu Giftschleuder. Das war so ein Boomerang, ne? So ja. Schleuder. So, schnell weg, bevor wir uns von ihm anstecken und dann gehen wir schlafen. Ja. Yeah. Bevor wir schlafen, wollte ich mir sagen, verwandeln wir uns da drin mal in Muggels. In Muggels. Wo war hier? War das Schlafen? Ne, hä, wo war das Schlafen hier? Andere noch? Seite. Ist das hier auch so? Warte mal. Ach so, du willst das da auch ausprobieren? Warte. Ist nee, ne? Nee. Doch. Ja? Ja, guck doch. Stimmt. stimmt. Nice. Dann verwandeln... So, bevor wir uns anschnecken, verwandeln uns mal alle in Muggels. Auf geht's, wir verwandeln uns... Ich verwandle alle in Muggels. Besser als so klein Jo, was geht? Jo. Das ist so geil, ne? So, wir sind jetzt 3 Muggels. Wir würden gerne schlafen. Eine Nacht kostet 200. Willst du bleiben? Ja. Schlafen wir jetzt als Muggels, Alter? Ja, wir decken uns aber nicht zu. Ah, okay. What? What the fuck? Alter. Was war das denn gerade, Alter? Ich hab mich gerade richtig hart erschrocken. Ich dachte, jetzt ist alles kaputt. Ich dachte, wir hätten jetzt alle komplett andere Sprites-Farben, Alter. Jupp. Das wäre ja voll krass. So, wollen wir den Part beenden, indem wir Muggels sind oder direkt? Nee, machen wir uns klein, mal den Part beenden. Okay. Können wir kleine Muggels werden? Ich probier's mal. Das wird richtig witzig. Ja, Mann! Nice! Sehr geil! Das ist ja richtig witzig. So, verwandle ich uns alle in kleine Muggels. Das ist voll geil, wusste ich selber nicht. Ich hab's noch nie ausprobiert. Das ist richtig witzig. Nein, du bist zurückverwandelt. Nein! Ach, bleibt der Muggel-Status gar nicht? Nein, der verschwindet wieder. So, dann verabschieden wir uns, ne? Ja, ich bin... Brudi muss los! Jo, geht. Brudi muss los! So, ja, wir verabschieden uns hier aber als kleine Leute. Machen dann im nächsten Part hier weiter.
Endcard, ja. OOT, verlinkt, guckt rein. Geiles LP. Richtig nice. Ja, viel reden wir gar nicht mehr. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen euch im nächsten Part wieder. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank für das Zuschauen bei Let's Play Secret of Mana mit MikroXC. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Spiele ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von MikroXC und mir sehen, dann drückt doch auf die Playlists. Wenn ihr noch mehr von uns beiden sehen wollt, dann drückt doch auf die Vergiss nicht zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!